Nein, nein, nein. Du kannst es nicht, du wirst es nicht und überhaupt, das gibt es nicht. Und hör mal auf mit dem Träumerei. Komm oben, runter, runter. Gang nach links, gang nach rechts. Also, man hat mich immer versucht, irgendwie zu justieren und zu sagen, wie etwas nicht kann funktionieren. Das habe ich immer wieder gehört. Sei das jetzt in der Schule, in der Berufsschule, bei Freunden oder auch im Außendienst. Wir haben immer gesagt, es geht einfach nicht, das kann nicht funktionieren. Und glaub mir, die Menschen haben recht, es geht für sie nicht. Das ist wichtig. Wenn jemand dir versucht, etwas aufzureden und zu sagen, es geht nicht, musst du immer verstehen, er redet immer aus seiner Perspektive und aus seiner subjektiven Wahrnehmung und sagt, es geht nicht, weil er die Erfahrung so gemacht hat oder irgendetwas erlebt hat, was ihn dazu führt, dass er dir sagt, dass es nicht geht. So. Und er hat recht, es geht für ihn nicht. Aber das muss nicht heißen, dass es für dich nicht geht. Und genau darüber wollte ich mit dir sprechen, weil ich finde es immer so schade, wenn Menschen das Potenzial, das sie in sich tragen, einfach aufgeben, weil irgendwelche Menschen von außen auf sie einprügeln und sagen, es geht nicht, das kannst du nicht, überhaupt, du bist es nicht. Das hat der Arzt gesagt, weißt, es geht, ich kann das nicht, ich schaffe das nicht. Meine Mutter, Vater, der Kollege, der Anwalt, das sind alle studierte, hochgestudierte Leute, sind gebildet, die haben das auch gesagt. Schau, jetzt ganz einfach. Wenn du einen Traum hast, wenn du eine Vision hast, wenn du deine Passion entdeckt hast, entwickelt hast, wenn du irgendwie die Kraft in dir gespürt tust, dann habe ich das schon mal gesagt in meinem Video, dass du das musst mal beobachten, wenn mindestens 6 bis 8 Wochen und dann schaust, wie sich das Ganze entwickelt. Aber du hast ja das aus einem bestimmten Grund erlebt in dir. Das heißt, du hast, das kann sie während dem Laufen, während dem Joggen oder irgendwo, wo du vielleicht in Ruhe warst, plötzlich hast du so eine Eingabe gehabt, eine Eingabe. Und du hast plötzlich deine Gabe entdeckt oder irgendwie gespürt, dass irgendetwas mehr rum ist, als nur von 8 bis um 5, 6, 7, 8 zu arbeiten. Etwas zu machen, wo du tagtäglich 8 bis 9 Stunden, und das während 40 Jahren, wo dir nicht Spass macht, wird dich unweigerlich ins Unglück führen und du wirst dazwischen 2 bis 3 Mal Burnouts haben. Und ob du dann daraus rauskommst, ist dann die andere Frage. Und deswegen glaube ich persönlich, dass wenn Menschen zu dir kommen und sagen, du schaffst es nicht, du kannst es nicht und überhaupt, solltest du es immer mal stoppen, sagen, stopp, 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 stopp. Ich tue das mal reflektieren. Für wen gilt jetzt der Grundsatz? Wenn irgendjemand zu dir kommt und von außen mit dem Finger auf dich zeigt und sagt, du schaffst es nicht, du kannst es nicht, sagst stopp. Es geht für dich nicht, ich tue es für mich mal prüfen. Und das war mein Ansatz gewesen. Ich habe das laufend gehört und gesagt, Leute, es ist alles in Ordnung, ich ziehe mich zurück, ich mache das, was ich für richtig halte, und ich praktiziere. Und klar ist es so, dass du, wenn du deinen eigenen Weg musst freibuddeln, dass wenn du deinen eigenen Weg gehst, dass es schwierig wird und dass es steil ist, dass es vielleicht steinig ist und dass es steil ist und dass es dort Gefahren gibt, dass es vielleicht dunkle Stellen gibt, wo du vielleicht mal auf die Schnorre gehst. Aber was ist die Alternative? Was ist die Alternative? Dass du einfach sagst, ja, nein, ich hatte eine Eingabe gehabt, ich habe mich in dem Moment sehr gut gefühlt und während diesen 6 bis 8, 9 Wochen auch gut gefühlt, aber ich habe das irgendwie vergraben. Wenn du zurückschaust, also wenn ich heute noch mit Leuten rede, die zum Beispiel 50, 60, 70 sind, ja, weißt du, es wäre gut gewesen, wenn ich es damals gemacht hätte, weil ich bereue das. Ich glaube, es gibt im Leben nichts Schlimmeres, wenn du zurückschaust und sagst, hätte ich mich entschuldigt, hätte ich das gewagt, hätte ich das und jenes gemacht, hätte ich das riskiert, hätte ich das und das, hätte ich. Aber schau, das Problem ist, die Zeit, die vergangen ist, die kommt nie mehr zurück. Und deswegen ist es wichtig, wenn du irgendetwas in deinem Herzen spürst, wenn Menschen zu dir kommen und sagen, das kannst du nicht, du bist verrückt und überhaupt und links und rechts und sagst, gut, alles gut, ich tue das mal prüfen für mich, ich tue das reflektieren und wenn es für mich stimmt, dann gehe ich den Schritt, dann mache ich den Weg. Und das ist meine Empfehlung an dich. Ich behaupte, es ist nie zuvor so einfach gewesen, sich selber zu verwirklichen mit den Instrumenten, mit den Möglichkeiten, die wir in der heutigen Zeit haben. Ist es möglich, dass du dich selber kannst verwirklichen, dass du deine Fähigkeiten, deine Talente, deine Stärken, die du in dir hast, dass du daraus ein System kannst machen und dass du grenzübergreifend Menschen kannst unterstützen, sich selber zu entwickeln. Und das ist mein Appell jetzt an dich, dass du wirklich vielleicht einmal auch, wenn du, ja, wenn du Zeit hast, wenn du in der Ferien bist, irgendwo am Strand bist oder irgendwo, dass du dir mal Gedanken machst, sagst, hey, mach das, was ich mache, mir eigentlich Spass. Von 9 bis am 5, 8, am Abend arbeiten, im Aussendienst, Versicherungen verkaufen, Bank, links und rechts, irgendwelche Zeugs abtöckeln, macht mir das Spass. Wenn es so ist und dass es dir Spass macht, dann ist alles gut. Aber glaub mir, ich erlebe sehr viele Menschen, die innerlich
unglücklich sind. Und das sieht man in den Gesichtsmustern, wenn sie reden, in den Sprachmustern erkennt man gewisse Ungereimheiten, wo man sagt, hey, nein, da spüre ich nicht das, was du mir erzählst. Das stimmt nicht, weil ich höre das durch deine Stimme raus, weil alles, was du aussprichst, das klingt. Und du klingst innerlich, das heißt, deine innere Stimme kommt hervor, indem du die Worte aussprichst. Das heißt, ich höre das als Coach, als Trainer. Und wenn ich das höre, glaub mir, draußen gibt es sehr viele Menschen, die es auch hören, nur gibt es auch Menschen, die dir das eben nicht direkt sagen, wie ich das einmal machen tue. Ich tue mich natürlich immer zurückziehen und frage, willst du ein Feedback, ein ehrliches Feedback? Und dann sagen wir, ja, das will ich, will es von dir hören. Dann sage ich, schau, mein Gefühl sagt mir, dass du nicht ehrlich bist zu dir selber. Und ehrlich oder einfach ein bisschen ängstlich, was auch immer, es spielt keine Rolle. Aber ich glaube, es ist wichtig, dass man sich mit den Ängsten, die man in sich trägt, tut, dass man sich damit konfrontiert. Und wenn du etwas willst, verwirklichen willst, musst du durch deine Ängste. Und dann schaffst du es. Also du musst dich eigentlich deinen Ängsten erstellen, du musst dein Potenzial stellen, sagen, ich bin da, ich will das jetzt Ganze verwirklichen, ich schaffe es und ich kann es und dann dementsprechend dich auf den Weg machen. Also trau dich mehr zu, ich glaube an dich, ich glaube an das Potenzial von Menschen, ich glaube, sehr viele Menschen leben unter ihrem Niveau, weil sie sich einfach eingegangen fühlen tun oder weil man sie einfach eingegangen, weil man sie eindrückt und auf sie einprassen tut und da hast du jetzt einfach mal dich ein bisschen breit machen und sagen, hey, schau, ich schaffe das und ich kann das und let's go.